Natürlich gibt es viele Zeugenaussagen von UFOs und nicht alle wurden als eindeutiger Schwindel identifiziert. Man kann jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es sich bei den meisten Zeugen um Piloten handelt. Meist sichten sie eine fliegende Untertasse, wenn sie mit ihren Maschinen unterwegs sind. Ob nun das UFO von weit weg gesichtet wurde oder sogar beschrieben wird, dass das unbekannte Flugobjekt einen fast schon bedrängt und beobachtet hätte. Die Liste der Pilotensichtungen ist lang und bis heute haben ganz sicher noch nicht alle Piloten gestanden, so eine fliegende Untertasse gesichtet zu haben. Aus Angst für verrückt erklärt zu werden oder einfach, um nicht zu riskieren, ihren Job zu verlieren. Denn wer traut schon einem Piloten, der in der Presse behauptet, ein UFO gesichtet zu haben? Auch wenn die UFOs ebenfalls auf dem Radar der Funktürme gesichtet wurden, schweigen viele. Sie behalten das Geschehene für sich oder aber bekommen den Befehl von ganz oben, den Mund zu halten. Ein Vorfall, bei dem der Betroffene nicht mehr befragt werden konnte, ereignete sich am 21. Oktober 1978. Der 20-jährige Pilot Frederik Valentich befand sich auf dem Weg zu einem Auftrag. An Bord einer Cessna 182 flog er von Australien über Bass Strait nach King Island. Zunächst verlief der Flug ohne Probleme. Mehrmals gab der Pilot über Funk an, dass alles nach Plan verliefe und er seinen Kurs halte. Doch nach einigen Stunden gab er über Funk raus, dass er ein, Zitat, großes Flugzeug mit hellen Lichtern, Zitat Ende, sah. Er konnte es deshalb so gut identifizieren, da das fremde Flugzeug verdächtig nah an seiner Cessna entlang flog. Außerdem habe es dann kurz über sein Flugzeug verharrt und sei quasi mit ihm geflogen. Er konnte sich die währenddessen auftretenden Motoren und Funkausfälle nicht erklären. Als das unbekannte Flugobjekt dann wieder weitergezogen sei, hatte er kurz darauf den Funk wieder einwandfrei benutzen können. Aus der Unterhaltung des Piloten mit dem Mann im Funkturm konnten wir folgende Aussagen von Frederik Valentich wiedergeben. Zitat: Es fliegt vorbei. Es hat eine längliche Form. Mehr kann ich nicht erkennen. Jetzt kommt es auf mich zu. Es scheint, als stünde es in der Luft. Ich kreise und das Ding über mir kreist mit. Es strahlt ein grünes Licht aus und die Außenhaut wirkt irgendwie metallisch. Zitat Ende. Nach nur wenigen Sekunden endete die Durchsage von dem jungen Piloten. Jedoch nicht, ohne dass man durch den Funk noch einen lauten, metallischen Knall vernehmen konnte. Die Männer im Turm gingen davon aus, dass der Pilot mit dem unbekannten Flugzeug kollidiert sei und gaben eine Meldung raus. Doch das wirklich Merkwürdige an diesem Fall ist, dass man die Leiche oder Wrackteile von der Maschine nie gefunden hat. Laut des Radars müsste das Flugzeug über dem Meer abgestürzt sein, wenn es dann abgestürzt ist. Aber wie schon erwähnt, hat man die Wrackteile nie gefunden, obwohl man nach wenigen Stunden mit der Suche begann und das weiträumig. Natürlich ist es schwer, Wrackteile nach einer Kollision zu finden, aber dennoch findet man immer, wenn auch nur kleine, Wrackteile. Es wirft sich die Frage auf, ob es nicht sein könnte, dass das UFO die Cessna samt Pilot mitgenommen hat, also entführt. Natürlich kommt einem dies im ersten Moment absurd vor, aber wenn es keine Hinweise, keine eindeutigen Beweise dafür gibt, dass es nicht so war, und es gibt ebenfalls viele Berichte, in denen Menschen, sogar ganze Mannschaften, spurlos verschwunden sein sollen,
nachdem die noch kurz davor über Funk durchgeben konnten, dass sie ein UFO gesichtet haben. Forscher versuchen alles, anhand Indizien und stichhaltigen Beweisen zu widerlegen. Doch wenn es gar keine Beweise geben kann, keine Indizien, was ist es dann? Ein ungelöster, vielleicht doch wahrhaftiger und realer Vorfall?